Alter, was geht ab, Leute? Hung hier mit noch einem Video. Und zwar, falls ihr jetzt rausgeht und ein paar Raids machen wollt, dann seht ihr ein paar neue Raids, weil es sind ein paar neue Raids dazugekommen und ein paar alte Raids sind weg, leider sogar. Ich sag euch erstmal alle neun und dann gehen wir nochmal alle Stufen durch. 1, 2, 3, 4 und 5, Rayquaza. Neu sind Warblue, den gibt es halt auch Shiny und irgendwie gibt es die meisten, die es Shiny gibt, auch dann in Raids. Ja, der ist echt an jeder Straßenecke. Und passend zum Thema Shiny, Schnappke jetzt auch mit dabei. Schnappke gibt es ja auch Shiny. Also irgendwie alle Pokémon, die es Shiny gibt, abgesehen von Pikachu oder so, gibt es auch in Raids. Stoll Junior, Carpador, Sableye, wer ist der Zubiris, jetzt die 2-9. Also eigentlich alles, was Shiny ist, auch in den Raids. Dann Yugong ist neu. Juckt, glaube ich, gar keinen. Neue Dreier, Rosana. Kann man jetzt gebrauchen. Kann man sich ein paar Gosanas farmen und dann gegen Rayquaza verwenden. Azumarill, richtig unnötig. Das ist eigentlich so ein Level 2 Kandidat. Und dann Keifel, den kann man auch farmen und dann gegen Ding verwenden, gegen Rayquaza. Und dann einen neuen Figure Raid, was sehr interessant ist, was sehr verrückt ist. Impagator, hatten wir schon davor, Tugacrop als Raid. Und es fehlt halt Tornupto und Meganium, also echt komisch, dass nur Impagator gewählt wurde. Aber ich kenne eine, die wird sicher sehr freuen. Einen werde ich auf jeden Fall machen mit dir. Und dann halt jetzt neu als 5er Rayquaza. So, gehen wir alle Stufen nochmal durch. Auf 1 gibt es jetzt eben nur noch Warblue, Schnappke, Walmer und Carpador. Alle 4, okay, nicht 4, Walmer nicht, aber die 3 gibt es auch als Shiny. Einen sei interessieren, glaube ich, eh kaum welche. Es gibt echt paar Leute, die machen den, um Shiny zu bekommen. Also wieso nicht? Dann auf 2 haben wir Yugong, Austus immer noch, Zubiris. Den gibt es halt Shiny. Und Flohenkiefer gibt es auch Shiny. Weggefallen sind Magneton, Glutexo, Bisaknosp, Shillock. Oder waren das 1er? Ich glaube, das waren 1er sogar. Auf jeden Fall Magneton, Knogger und Sandama. Die waren eh unnötig. Dann als 3er Raid Boss haben wir halt die 3 neuen, die ich gesagt habe. Rosana, Azumarill, Keifel. Und dann nur noch Machomai. Das heißt, Vulnona ist weg. Porygon, Sichlor. Obwohl Vulnona und Porygon und Sichlor relativ neu sogar waren. Simsala ist weg, Gengar ist weg. Also jetzt bei den Dreiern gibt es echt nur noch sehr wenige. Davor gab es echt eine Menge Dreier. Und dann Figure Raid Bosse, wie gesagt Impagator. Galaxo gibt es noch, Absol gibt es noch, Lapras, Galaxo. Galaxo habe ich gerade gesagt. Despota und Stolos. Weggefallen sind Nidoking, Nidoqueen, Geowatz und Zazenia. Die sind alle neu, die sind erst letztens gekommen. Aber anscheinend waren die wohl nicht so beliebt, hat kaum einer gemacht. Also ich habe noch nie Nidoking, aber doch ein Nidoking habe ich gemacht, wegen Triggern. Wegen Triggern habe ich einen Satzenia, einen Geowatz und einen Nidoking gemacht. Aber noch nie Nidoqueen und normalerweise hätte ich das auch nie gemacht. Und ich glaube, die haben echt die Sachen entfernt, die echt kaum einer gemacht hat. Auf jeden Fall die Anzahl der Raid-Bosse stark reduziert. Niantic hat da krass aufgeräumt. Ist jetzt keiner dabei, wo ich sage, wow, den brauche ich unbedingt, ist cool. Aber neue Dreier-Bosse sind immer gut für Solo-Raids. Neue Herausforderungen, die werde ich demnächst auf jeden Fall machen. Ansonsten war es eigentlich. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr von den neuen Raid-Bossen so haltet. Und vermisst ihr vielleicht sogar einer, der jetzt weg ist und ihr es schade findet. Ansonsten vielleicht noch einen, welchen ihr gerne gesehen hättet. Und sonst wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.